It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines held away from destruction, or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose. So the course was set. More fun, less mercy killing. This simple truth revitalized the Saints. Junge, leise! So, und jetzt können wir reden und damit herzlich willkommen zu Saints Row 4! Wie ihr gehört habt, ich bin nicht alleine, sondern mein altbewährter Partner ist wieder dabei. Ja, ich bin wieder dabei. Ja, und es gibt wohl eine sehr wichtige Neuigkeit zu berichten, denn Drax LP und Chris LP und der Partner Fred haben sich jetzt zu einem einzigen Kanal fusioniert, in dem von Drax LP. Der jetzt Gaming Gamer heißt übrigens. Boah, ist gerade alles so leise hier. Ist denn das? Na egal. Wie dem auch sei, das können wir auch in den nächsten Videos ändern. Ja. So. Es ist einfach, der Vorteil an dieser Sache ist für uns beide, dass wir auch mal zusammenarbeiten können. Wir sind nämlich außerhalb dieses Let's Player Zeugs, relativ gute Freunde, also richtig gute Freunde. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Das ist einfach eine Freundschaft, die verbindet. Und wenn wir jetzt auch noch in sowas da zusammenarbeiten können, freut man sich natürlich. Einerseits, und dann außerdem werden unsere Videos auch wesentlich besser. Und einfach, wir können effizienter arbeiten, schneller arbeiten. Und weil wir einfach zusammenarbeiten können. Und wir haben auch vor, relativ viele Projekte selber zu machen. Genau. Also jetzt nicht so, dass wir jetzt so den anderen ausschließen und dann nur unsere eigene Dinger so machen, so dass der Kanal so ein Teilung wird, sondern wir wollen auch sehr viele Projekte zusammen machen, also möglichst viele zusammen. Und er wird, also Lukas wird also auch sehr häufig beim Mitkommentieren und ich hoffe wirklich auch mal bei ihm, wenn es möglich ist. Ja klar kann das möglich sein, also ich kann auch einfach mal den Emulator da mit zu dir bringen und dann oder andersrum, dass du mal zu mir kommst oder so. Oder ich nehme einfach mal einen Laptop mit zu dir, wenn ich den bald hab. Ja, das Problem ist ja immer noch, sein Vater mag mich nicht. Ja, gut. Warum? Aber wenn ich meinen Laptop zu dir mitnehme, geht das ja, aber wir müssen auch jetzt hier nicht unsere Privatsachen erzählen. Also das war irgendwie jetzt schon privat, hat mich sehr getroffen. Christopher, das ist jetzt echt gemein, ich schlag dich jetzt. Ja, also mein echter Name ist Christopher, Abkürzung heißt Chris, weil ich den Namen auch einfach irgendwie besser benutze. Und daher nennt mich auch weiterhin Chris. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ja. Außerdem zu den zukünftigen Projekten, die wir auch zusammen aber machen werden. Es ist halt nicht nur so, dass, also wie schon gesagt, wir machen nicht nur so alleine, sondern wir werden, wenn ich dann meinen Laptop habe, Minecraft, Left 4 Dead und Cube zusammenspielen. Zumindest voraussichtlich. Und ja, und darauf freue ich mich schon. Und ja. Ich kann auch von Fred und mir eindeutig sagen, wir freuen uns auch schon tierisch drauf, dass er auch endlich seinen neuen Lappy hat, damit wir endlich auch, wieder alle drei zusammen was machen können. Und da freuen ich und Fred uns halt eben so genauso mit. Ja, und man kann es halt einfach nicht beschreiben, weil es ist einfach unglaublich und unfassbar, das, was wir jetzt, was ich schon mit Chris LP auf die Beine gestellt habe. Also mindestens die Hälfte meiner Abonnenten sind auch dank ihm auf meinem Kanal. Also die Hälfte aller Videos sind ja auch mit ihm. Also ich kann nicht behaupten, dass ihr nur zuguckt wegen meinem Pokémon.
was ja anfangs relativ schlecht war, wo ich mich auch echt entschuldigen muss, aber naja, es war der Anfang meiner Let's Player Karriere in Anführungszeichen. Ja, ich werde ihn jetzt auch in den Schutz nehmen. Wenn man jetzt mit was einfangen kann, man natürlich nicht sofort alles über Aufnahme, Schnitt und so weiter wissen. Müsste uns etwas verzeihen, wenn wir zum Beispiel mal Schnittfehler machen, Audiofehler oder was weiß ich. Wir sind keine Profis. Wir kommen wahrscheinlich noch rein. Wir haben schon etwas mehr gelernt, als wir damals schon konnten. Aber wir hoffen natürlich, wir werden unser Wissen über das Let's Play und so natürlich weiter ausbauen, damit es professioneller ist. Also jetzt könnten wir noch nicht sagen, dass so richtig professionell ist. Aber es ist schon ein guter Anfang. Und wie gesagt, bevor wir nicht wirklich wissen, dass wir unglaublich viele Zuschauer haben, wird sich nicht viel ändern. Natürlich wird sich was ändern von unseren Künsten, die, aber wir werden uns nicht beispielsweise jetzt gleich ein 200 € Mikro kaufen und 500 € Videobearbeitungsprogramme und 10.000 € Laptops, um Top-Spiele aufzunehmen, weil sich das einfach noch nicht lohnt. Also ihr könnt nicht so erwarten, sowas könnt ihr nicht erwarten, aber ihr könnt von uns erwarten, dass wir mit dem, was wir haben, unser Bestes geben. Aber sonst, naja. Wir tun, was wir können. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Hoffe ich. Aha, so kann ich springen und gut fertig. So, ein kleines Problem gibt es aber noch. Wir nehmen das Ganze über Skype auf. Haha, Schleichwerbung. Wer will und schon Skype haben? Also das ist keine Schleichwerbung. Nein, es geht einfach nur darum, dass ich hier gerade nicht sehen kann, was er. Deswegen wird er vom Spiel reden, was ich jetzt auch echt glaube, weil bei den letzten zwei Probeaufnahmen hat er das wenig getan. Deswegen hoffe ich jetzt, er redet ein bisschen mehr über das Spiel. Gut, am Anfang müssen wir jetzt über unsere neue Veröffentlichung reden, weil das ist ja, ja ich kann, jetzt der Hammer. Später dich wirklich über das Spiel mal aufhalten. Und jetzt gibt's halt nichts Interessantes. Wie gesagt, du musst Terroristen aufhalten, Atomrakete oder stoppen und so weiter. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja, ist ja nicht wichtig. Ist nicht wichtig, ist ein Prolog. Das ist ganz normal, also. Macht doch jeder von uns mindestens einmal im Leben. Also, das ist jetzt nichts Unnormales. Eben. Das ist was Tägliches, halt Alltag und so. Ja, ich verstehe auch immer nicht, warum sie alle in der Schule heute, das habe ich vielleicht dreimal gemacht. 50 Terroristen abgeschlachtet und danach Atomrakete kaputt gemacht. Genau, das ist doch. Das ist doch in jeder Schule dran. Ernsthaft, an welcher Schule ist es nicht so? Ja. Ironisch. Nicht erotisch. Wortwitz. Der dazu auch noch richtig schlecht war. Vor allen Dingen war es kein Witz, weil es kein Witz war. Einfach mal. Das war ein Wortwitz. Ein schlechter Wortwitz. Es war ein richtig schlechter Wortwitz. Ich glaube, dieser Witz war einfach unter deinem Niveau. Das war einfach zerrat sein Niveau. Ich lasse nichts aus, ne? Also das ist jetzt wirklich nichts gegen Zaratza, aber seine Witze. Also ich guck wirklich gerne Zaratza und Tonkett zum Beispiel. Schleichwerbung. Nein, wer guckt das nicht? Bitteschön. Du. Nee, auf jeden Fall mag ich Zaratza als Let's Player und so wirklich. Und ich beneide ihn auch manchmal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt nichts gegen Zaratza, nur manchmal, ihr wisst, wenn der Zaratza mich jemals geguckt hat, dass er manchmal echt so dämliche Witze reißt. Ja, und das war ungefähr so ein dämlicher Witz. Aber er haut euch wenigstens keine Knarre in die Fresse. So wie der jetzt. Der jetzt ordentlich vermöbelt wird. Von einer Frau, verstehst du? Haha, Sexismus. Haha. Aber ich verstehe nicht, warum manche Leute echt was dagegen haben, von der Frau manchmal besiegt zu werden. Du kennst doch bestimmt, dass sich manche so richtig ärgern, wenn sie gegen eine Mädchen irgendwas verloren haben, ne? Da verstehe ich auch nie, warum. Mädchen sind genauso Menschen wie wir und da können die natürlich auch immer besser sein als ein Junge. Das ist jetzt nicht so. Ja, finde ich auch, aber. Deswegen, die werden auch im Sportunterricht die ganze Zeit bevorzugt. Guck dir doch mal an, was die für Noten kriegen.
wir Jungs müssen 5 Sekunden 100 Meter laufen und die müssen, die dürfen eine halbe Stunde das laufen und kriegen trotzdem eine 1 plus. Boah, ja, das ist manchmal so assi. Zum Beispiel beim Hochsprung, ich breche da fast den Schulrekord. Kriegt natürlich dafür eine 1. Mädchen schafft nicht mal die Hälfte. Macht mal 1,25, weil das beste Mädchen bei uns gesprungen. Die kriegt natürlich ganz geschützt eine 1. Ich werde natürlich noch angemeckert wegen meiner Sprungtaktik und so weiter. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Schule. Ich liebe Schule. Ja, ich hoffe einfach, ich mache das Abi und dann. Und dann wird schon alles klappen. Mhm. Mhm. Das sagen sie alle und danach sind sie schwanger. Tut mir leid, ich hatte halt das Bedürfnis. Ja. Ich kann dir deinen Sex nicht verwehren. Ich meine es jetzt ernst. Tust du aber jedes Mal, wenn du nicht willst. Es tut mir leid. Ach du Gott. Es tut mir so leid. Du hast doch keine Ahnung. Manchmal haben wir unsere Probleme. Nein, haben wir nicht. Wir haben niemals Probleme. Tu nicht so. Ich sag ja nur die zwei Folgen davor. Das waren doch keine Probleme. Was denn, verstehst du noch unsere Probleme? Dass meine Freundin schwanger ist, Mensch. Ja, okay, das ist echt ein Problem. Nur fürs Protokoll, ich habe keine Freundin. I'm single. Also er ist noch frei, Mädels. Schnapp ihn dir. Mit der Angel. Der war nicht mal witzig, aber. Nur um festzuhalten, du kannst es ebenfalls noch frei. Jungs, wenn er wollt. Das war jetzt das sehr war gemein. Jetzt das war eine Andeutung darauf. Das war kein bisschen beleidigend. Nein. Du bist das war Putin, irgendwie eine Andeutung bester darauf, Freund, Alter. Wäre. Alter. Alter, Jolo. Wenn es dir nicht gefällt. Natürlich gibt diesem Kommentar ein Daumen nach oben von mir und auch einen von diesen Typen da im Anzug. Das war, ja, vor allen Dingen, weil das ein Kommentar ist und nicht ein Video, aber ja. Oh Gott, ist mal sehen, wie viele jetzt in den Kommentaren schreiben, du bist so scheiße. Bestimmt gar keiner, aber naja. Aber Leute, ihr könntet mal wirklich, was ich gesehen habe, ihr könntet mal wirklich häufiger kommentieren. Ihr müsst euch nicht zurückhalten, wir beißen schon nicht. Doch, wir beißen. Ja gut, jetzt habe ich unser Let's Player Geschäft versaut, okay. Aber komm mal ehrlich, wir müssen doch ehrlich sein, oder? So, nur ums Festhalten, wir beißen nicht. Wir sind ganz nette, komm, politisch korrekte Leute. Außer unsere Bundeskanzlerin, ja, die aussieht, als wäre sie schon 30 Jahre tot. Merkel-Mohr! Natürlich wird das immer auf 100. Scheiße, jetzt guckt ihr, jetzt bestell ihr einfach mal vor, Frau Merkel, guckt dieses Video an. Ich wette schon, 1 Milliarde Leute gucken sich das Video an, nur die sind noch nur nicht bei YouTube angemeldet. Ja, ist halt so. Es könnte. Es muss aber nicht. Ja, könnte doch sein. Mach jetzt mal Zufallsgenerierung. Hero Boy, Alter! Never Gott, ever, Alter! Die Hero Boy. Du siehst so traurig aus, was ist los? Nicht so. Kommen wir mal zu einem interessanten Gesprächsthema. Also ein Gesprächsthema, was wohl die ganze gesamte Welt beschäftigt. Samsung oder Apple? Tja, der Streit, der entzweit Menschen, der tötet Menschen. Nein, tut's nicht, aber...
Also ich muss von mir sagen, Samsung, Samsung. Ja, also mein Beweggründe dafür sind. Zelda? Leute. Erklärst du mir bitte die Situation? Ich möchte gerne wissen, was ist. Worüber du dich gerade unterhältst. Ich hab so eine geile Pose gemacht, die musst du dir im Video ansehen. Die war so geil. Wenn es dir nicht gefällt, mach Okay. neu. Boah, ich brauch mal kurz die Creme, wo ist denn die sein? Mann, Frische sehe ich wieder Creme. sexy aus hier. Also ich benutze selber ein Samsung Galaxy S3 Mini, was ich auch wirklich empfehlen kann. Jetzt sagen vielleicht alle, das ist technisch voll Oder andere scheiße, wiederum Alter. sagen, dass, Ich will mir lieber oder das andere wiederum S3. sagen, das ist voll das Mädchenhandy, Alter. Und ich muss euch sagen, das ist so Hammer, das Handy, das kostet 100 Euro und das ist so krass. Ihr könnt euch ein iPhone 4 kaufen für 50.000 Euro, ihr holt euch ein Samsung Galaxy S3 Mini mit der gleichen Leistung einfach mal für Pass auf, was du sagst, sonst 49.900 kommt Euro wieder weniger. der typische iPhone-Mann und haut dich. Oh, Alter, die kommen jeden Tag vorbei, ist mir auch egal. Nein, wirklich, mich stresst, dass das Apple dir ihre Sachen so teuer macht. Und Ja, jetzt, eigentlich, ich muss weil wirklich meine sagen, Kuh. Apple und Samsung haben beide Sachen, die Come für on, mich Keith, let's sprechen go und get beide sind loose. eigentlich auch sehr gute Produkteure. Daher verstehe ich nicht, warum entzweit man sich da so? Warum kann man nicht einfach beides akzeptieren und beides als gut abstempeln? Warum muss da immer dieser Zwiespalt sein, dass der andere mal scheiße ist? Und das andere halt immer der perfekte Ding. Genauso wie bei Xbox, PlayStation. Oh ja. Nein, es liegt einfach, ich denke, es liegt einfach daran, dass Menschen versuchen, es ist in den Menschen so programmiert, dass sie versuchen wollen, immer der Bessere zu sein und sich immer höher stellen wollen als die anderen Menschen. Und dadurch entsteht die Zwiespalt. Und wenn sie schon mal entsteht, können wir auch drüber reden. Weil das ist wirklich etwas, wo man seine Meinung drüber sagen kann und wo man wirklich sagt, wo man sich wirklich interessiert, wie ist eigentlich die Meinung der Leute? Also ich denke einfach, dass es darauf ankommt, wie viel Geld man hat. Man kann sich Leistung für Billiggeld kaufen und Samsung, man kann sich aber auch Leistung für richtig viel Geld kaufen. Und es ist halt Lukas, das ich bin Einzige, hier gerade in ja. einem Zwielicht. Soll ich Krebs halt machen? Soll ich der Präsident sein, der Krebs ausgemerzt hat? Oder soll ich der Präsident sein, der Hunger auf der Erde ausgelöscht hat? Sollte der Mensch, der Präsident dann der Oh Krebs ja, gemacht da bin hat. ich hundertprozentig für. Wir beide haben auch unsere persönlichen Gründe. Ich werde darauf nicht weiter eingehen, aber wir haben beide wirklich persönliche Gründe deswegen. Hunger mag zwar auch schlimm sein, aber Krebs ist unter Umständen wirklich schlimm. So, und dann lese ich mal vor, was hier auf Englisch steht. Oh Bei ja. Krebs, ja. Fick Krebs. Und denn hier bei Hunger steht, let them eat cake. Lass die Leute einen Kuchen essen. Warum nicht? Wir schicken einfach That's a Kuchen very nach good one. Afrika und schon It's war's time to das put it down. da. Good choice. Ne? Ich Ja. bin Baby, willst du mit mir mitkommen? Ich bin Präsident. Oh, der krapscht sich so schön an die Ja. Eier. Darf ich auch mal? Wenn es dir Prügel, nicht Alter. gefällt, mach Jetzt kommt neu. hier Putin. Ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen auch die erste Folge hiermit beenden. Ja. Weil So, einfach. Kopfentscheidung würde ich sagen. In die Fresse. Ich würde auch sagen, dass wir einfach gleich Ja, weitermachen, ich würde jetzt aber erstmal diese sagen, Folge wir jetzt machen erstmal noch beenden. diese Mission hier komplett fertig, weil die ist jetzt auch gleich fertig. Ich muss jetzt noch ein paar Entscheidungen treffen und dann noch ein paar Aliens weghauen und dann war's das auch. Mann, wir machen Xing Shang Shang übers Internet. Los. Xing High Shang Shang. Was ist five. du? Okay, dann nehme ich die Schere. Ich habe gewonnen. Ha! Ich habe Ja, gewonnen. Ich geil, habe oder? gewonnen. Ich habe gewonnen. Na klar, 3 Meter, größere Muskeln als Klitschko. Das kann nur Chuck Norris sein. Ich kenne einen guten Chuck Norris-Witz. Oh, nein, ich sag ihn lieber nicht. Das Das ist passt dir irgendwie. nicht, dann Schema.
Nein, es liegt einfach daran, dass er, ja, für manche Menschen aus dieser Welt so ungefähr die Hälfte ein bisschen beleidigend wäre. Nur was ich manchmal auf YouTube auch so dumm finde, ist, dass sich manche Leute so Chuck Norris nennen und dann in den Kommentaren so auf Obermacker machen, nur weil sie Chuck Norris heißen. Aber was die größte Zwiespalt überhaupt, wenn wir über Zwiespalten reden, auf der Welt ist, ist Religion. Der Beste ist wie viele Menschen immer noch sind Juden gestorben und Katholiken. Die machen sich wirklich so beide gegenseitig richtig fertig. Das fand ich mal auch so lustig. Und sie glauben an das Gleiche. Ich hab mich mal unterhalten mit einem Katholiken und einem Juden. Der Katholik so meint so, geh weiter weg, vergast werden. Und der Jude meinte so wirklich zum Katholiken, geh weiter deine Hexenkonferenz. Also die machen sich da beide wirklich fertig miteinander. Also das ist jetzt nicht so, dass alle Katholiken Jude machen. Aber es war auf jeden Fall bei den beiden so, und habe ich wirklich so das Gefühl, Katholiken, Juden hauen sich genauso stark die Fresse ein, wie jetzt zum Beispiel die Moslems und was weiß ich noch für welche. Ja, und was mich echt am meisten stresst, ist, dass manche den Sinn von ihrer Religion nicht verstehen. Der Sinn der Religion ist doch, an etwas zu glauben. Es ist dann nicht der Sinn, andere Menschen zu überreden, das Gleiche zu glauben. Ich gehe jetzt allermal Amerika abschlachten. Das. Nee, ganz ehrlich, weil das stresst. Ich gebe zu, ich glaube an nichts. Und also, meine Kommentare ich glaube an mich, gegen die ich glaube Moslems, an meine Freunde. Also, ich mag wirklich manche Moslems und manche sind auch wirklich korrekt, nur manche sind dann wieder halt so eine... Ja, so eine typische Nachgroß. Und es ist halt nicht nur... Also ich muss jetzt auch sagen, es sind nicht immer nur die Muslime übrigens. Aber es war einfach so, ich habe da richtig schlechte Erfahrungen mit einer bestimmten Religion, die mich auf der Schule so runtergemacht hat, weil ich nicht an ihre Religion glaube, dass ich das einfach nicht mehr vertreten kann. Nö, ich war in einer ganz normalen Schule. In Berlin. Meinst du an meiner Grundschule oder an welcher? Also. An meiner Grundschule. Wir waren noch zusammen in der Grundschule, fünfte und sechste Klasse, weil ich die Schule gewechselt hatte. Und genau aus eben diesem Grund, weil ich diskriminiert wurde, weil ich nicht den Glauben besaß, wie diese anderen Menschen. Du glaubst und es auch war nicht, gut. Wie ich heute an der Schule manchmal auch noch diskriminiert werde, weil ich mal einen dummen Kommentar gegenüber eines Moslems gemacht habe, also jetzt nicht gegen seine Religion gesagt, sondern nur weil er mal dummen Spruch zu mir gezogen hat, habe ich einen zu ihm gemacht. Und seither diskriminieren sie mich alle als Moslem-Hasser oder Nazi. Was ich wiederum nicht verstehe, was haben Nazis jetzt schon damit zu tun. Jedes Mal, wenn man nur was gegen Ausländer oder Religion sagt, ist man automatisch gleich ein Nazi, aber auch nur, wenn man Deutscher ist. Ja, man ist dann immer die deutsche Kartoffel, die anderen nicht. Das ist der Hitler von heute. Scheiße, ich hab das. Das ist doch komplett egal. Das war ein dummer, blöder Scheiß, Mann. Aber ja, Hitler ist doch nicht schlimm. Es war ein Deutscher. Deutscher. Nur weil es ein Scheiß Menschen in Deutschland gab, heißt es doch nicht, dass Deutschland scheiße ist. Nur weil es eine Gruppe gab, durch irgendjemanden angeführt, heißt es doch nicht, dass Deutschland scheiße ist. Ja, demokratisch und Ausländer. Korrektes Land, weil ich finde aus meiner Meinung nach ist Deutschland auch viel zu gut zu den Ausländern. Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel sind wir auch ausgewandert. Nur wir sind wenigstens wieder hergekommen und haben unser Land aufgebaut, wenn heute Ausländer zu uns kommen wegen Krieg oder was auch immer. Ja, die haben ein gutes Recht da abzuhauen, aber was ich dann wiederum nicht verstehe, ist, dass sie denn wirklich in Deutschland bleiben wollen und sich von uns das Geld in den Arsch schieben lassen, nur mit die faul... Und dann noch kommen... Ja, und wenn wir mal weg, du warst lang genug hier in Deutschland, dann kommst du natürlich wieder, ey, ihr seid Nazis, ihr seid ausländerfeindlich und scheiße. Okay, das Kommentar wäre aber auch echt scheiße. Was ist,
Wie oft haben wir Scheiße in diesem Video gesagt? Wir sind ja fast wie Stephen King, dem wirklich, der schreibt in seinen Büchern jeden zweiten Satz Scheiße. Das interessiert jetzt zwar keiner, aber es ist so. Wir Schimpfwörter benutzen. Nein, es stresst einfach nur. Ich muss einfach sagen, man darf glauben. Das ist sogar, es ist erwiesen, dass es einfach das Beste ist, überhaupt an etwas zu glauben. Aber wenn man an etwas glaubt, dann hat man etwas Festes, wo man sich festhalten kann. Man hat weniger Angst vor Sachen und man hat vor allen Dingen weniger Angst vor dem Tod. Was nicht unbedingt gut ist, aber ja, es doch, ist auch nicht unbedingt Angst schlecht. Vor dem Tod zu haben ist, aber der Glauben ist nicht wirklich besser, weil. Naja, zum Beispiel jetzt Kumpel von mir, der wirklich an Krebs gestorben ist, der hatte zum Beispiel am Anfang wirklich Angst vor dem Tod und allem. Nur am Ende hat er alles akzeptiert und hatte wirklich keine Angst mehr vor dem Tod gehabt. Und da habe ich ihn wirklich beneidet, weil ich hätte es wahrscheinlich nicht drauf, einfach so zu sagen, na gut, dann sterbe ich jetzt halt. Und das ist halt, was in der Religion unterstützt. Und das ist auch die einzige Frage, die ich mir stelle, die mir nicht sofort sagt, nein, es gibt nichts da oben. Das ist das einzige, was überhaupt mich stützt, an etwas zu glauben, dass ich glauben könnte, an etwas zu glauben. Jeder hat sein gutes Recht, an etwas zu glauben. Und nein, es ist einfach gut, an etwas zu glauben. Und wenn ihr jetzt irgendjemand seid, der denkt, warum glaubst du nicht an uns? Dann sage ich euch eines. Stellt euch vor, ihr seid Atheist. Ihr solltet es einfach nur vorstellen. So. Und dann kommen 500 Religionen und kommen zu euch und sagen, sterben. Yo. No, du weißt übertrieben, aber. Ha! Nein, genau so ist es. Wenn alle sagen, ja, unser Gott ist der richtige. Keiner weiß, wer der richtige Gott ist. Aus meiner Sicht gibt es keinen richtigen Gott. Vielleicht gibt es die Woche auch. Vielleicht gibt es auch einfach nur. Vielleicht gibt es gar nichts. Einfach nur. Oder. Physik vielleicht? Vielleicht gibt es einfach nur Physik? Also, das soll jetzt keinen überzeugen, jetzt nicht an Gott zu glauben. Jeder soll mal ruhig bei seiner Religion bleiben. Das. Wir haben unsere Meinung, ihr habt bestimmt eure Meinung. Nicht falsch. Und. Ihr habt ein gutes Recht drauf, daran zu glauben. Und wir haben kein Recht, das euch einfach so wegzunehmen und zu sagen, ihr seid scheiße, weil ihr einfach mal jetzt keine Ahnung an Allah oder Gott glaubt. Darauf haben wir wirklich kein Recht. Und wenn es wirklich einer zu euch sagt, der denkt euch einfach so, ach, naja, wenigstens können wir an etwas glauben. Eben. Aber das Wichtigste ist, ihr könnt nicht nur davon ausgehen, dass man euch sowas nicht sagt, sondern ihr müsst auch selber daran denken, dass ihr sowas nicht könnt. Wie halt könnt ihr, dürft es einfach nicht. Es ist, was ich nicht will, tue den anderen nicht. Was du nicht willst, was man dir tut, das tue auch keinem anderen zu. Aber egal. Ganz ehrlich, wir nehmen jetzt schon seit einer halben Stunde auf, mindestens. Ich glaube, wir splitten das Video. Ich glaube, ich habe ganz sicher. Dann sollten wir aber trotzdem vielleicht kurz die Aufnahme stoppen und dann gleich weiter. Wir können auch gleich weitermachen. Ich habe nichts dagegen, aber erstmal, damit wir auch nicht zu viel Zeit im Rendern hier verschwenden müssen. Daneben. Und jetzt stirbst du. Hä? So. Alter. Der Alien ist voll da. Blödmann. Voll der. Blöde Blödmann. Und der Alien ist zum Beispiel wieder ein gutes Beispiel wegen Rassendiskriminierung. Der Sinjek hier diskriminiert uns, weil wir Menschen sind. Er selber sieht aber aus wie jemand, der aber jetzt mal ganz dafür über das Gesicht gezogen bekommen hat. Aber jetzt mal um ernst zu sein, ich muss meinen Laptop unbedingt ans Ladegerät stecken, dafür muss ich erstmal einen ganz weiten Weg gehen. Und deswegen würde ich sagen, wir brechen das kurz ab. Wir machen eine Kurzaufnahmepause, machen danach gleich weiter und haben dann nicht zu viel. Ab hier können wir jetzt Pause machen, während der so hässlich läuft. So, und ich würde auch sagen, wir beenden die Folge mit diesem lustigen Cartoon. Und wir hoffen, ihr
Schaltet nächstes Mal ein, um diesen Cartoon zu Ende zu gucken. Bis denn, Leute. Ciao mit Y. Jo, na, mit U. Oh. Mit I.